Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Baphomets Fluch 5, der Sündenfall. Und ja, wir interviewen gerade Hector Lane nach dem Mord an Henri, wie hieß er eigentlich? Henri, weiß ich gar nicht, Henri jedenfalls. Und ja, er war zwar ohnmächtig, aber wir hoffen, dass er trotzdem noch ein paar Hinweise liefern kann, was sich hier so ereignet hat. Wie sieht es aus, Mr. Lane? Sind Sie jetzt bereit, mir den Türcode zu verraten? Ganz bestimmt nicht. Und Sie können mir auch weiterhin keinen guten Grund dafür nennen. Schuldig aufgrund eines beweiskräftigen Nagelknipsers. Ich war ein paar Tage nicht in Paris und bin erst heute Morgen zurückgekommen. Wie soll ich das Kabel durchgeschnitten haben? Ja, man weiß es nicht, ne? So, was haben wir denn noch hier? Das Rasierwasser. Wie wäre es mit etwas mehr hiervon? Lieber nicht. Als Ersatz für Riechsalz war das Zeug akzeptabel. Als Rasierwasser wäre es reine Barbarei. Okay. Henri. Reden wir nochmal über Henri. Ich sag das nur ungern, Mr. Lane, aber Sie werden der Hauptverdächtige für diesen Mord sein. Das sagten Sie bereits, Mr. Stobart. Okay, ich kann anscheinend das Ganze nur nochmal wiederholen, aber das reicht anscheinend nicht für die Beweiskraft. Schuldig aufgrund eines beweiskräftigen Nagelknipsers. Reine Hirngespinste! Welches Motiv sollte ich haben, die Alarmanlage zu sabotieren? Okay. Mr. Lane, dieser Raub wirft ein ganz schlechtes Licht auf Sie. Wie ich bereits sagte, ich gehe das Risiko ein. Sie werden den Türcode nicht bekommen. Okay, dann machen wir den letzten Punkt auch noch. Sie waren also nicht in der Stadt und sind gestern Abend früh zu Bett gegangen, ja? Stimmt genau. Ich war seit Tagen nicht mehr in der Nähe der Galerie. Okay. Aus ihm ist aktuell nicht mehr herauszuholen. Wir könnten natürlich nochmal mit dem Pfarrer quatschen. Weil was anderes wüsste ich jetzt gerade nicht. Pater? Er ja, braucht immer. Oh, wir können auch ein paar neue Sachen hier. Das durchgetrennte Kabel, was sollte er denn darüber wissen? Na gut. Ein Kabel der Alarmanlage des Gemäldes wurde absichtlich durchtrennt. Vielleicht hat es der Teufel persönlich gekappt. Aber soweit ich weiß, sind in letzter Zeit sehr wenig geschweifte Kerle mit Hörnern und Klumpfuß gesichtet worden. Sie machen sich über mich lustig, Mr. Stobart. Aber wie Sie noch merken werden, lacht der Teufel gerne als Letzter. Okay. Was für eine Verschwörung, bitte. Ich glaube, hier geht etwas sehr Merkwürdiges vor sich. Ja, Mr. Stobart, endlich erkennen Sie die Wahrheit. Nein, Pater, ich wollte damit sagen, dass der Raubmord offenbar ein Insiderjob war. Das Werk des Teufels ist immer ein Insiderjob. Okay, ja gut. Ja, der wird den Code mit Sicherheit nicht kennen. Kennen Sie den Code, mit dem man ins Büro gelangt? Nein, aber Sie könnten ja beten und Gott bitten, Sie zu leiten. Bei allem Respekt, Pater, aber ich suche nach einer etwas schnelleren Lösung. Ja, okay. Der Maler, vielleicht kennt er den, ich weiß das gar nicht. Wissen Sie sonst noch etwas über El Serp? Ich habe Ihnen schon alles gesagt, was ich weiß. Stimmt. Von ihm wissen wir das überhaupt mit El Serp. Können Sie mir sonst noch irgendwas über La Maledictio erzählen? Ich habe Ihnen zu diesem Thema alles gesagt, was ich dazu sagen will. Das Rasierwasser, ja, machen wir das mal. Vater, wie wäre es mit einem Spritzer? Gott bewahre. Ja, anscheinend nicht so. Der Nagelknipser. Erkennen Sie das hier? Den Nagelknipser? Ich weiß nicht, worauf Sie hinaus wollen. Okay, dann machen wir mal weiter. Wahrscheinlich habe ich einen kleinen Schnitt gesehen. Könnte sein, kann aber auch nicht sein. Ich musste mal eben kurz was klären. So, jedenfalls geht es jetzt hier weiter. Theoretisch wäre ja noch eine Möglichkeit, vielleicht von draußen in das Büro zu kommen. Darf ich überhaupt rausgehen? Mal kurz gucken. Ich darf rausgehen! Oh, das hätte ich jetzt gar nicht erwartet. Eine ruhige Straße in einer gehobenen Gegend. Nicht gerade das ideale Pflaster für Gelegenheitsdiebe. Okay. Dann gucken wir uns doch mal hier ein bisschen um. Ein Fenster. Ich war schon immer fasziniert von den Buntglasfenstern in Paris. Ja, Paris kennt er sich damit aus. Im ersten Teil waren wir ja auch sehr lange in Paris unterwegs. Das Bürofenster. Und, was ist das? Ein Pissoir. Gucken wir erstmal ins Bürofenster. Der Raum sah aus wie eine Art Büro für die Galerie.
Ich konnte das schwache Leuchten des Überwachungsbildschirms in der Ecke erkennen. Aha. Das hilft uns alles. Könnte man mit dem... Ja, telefonieren will ich ja nicht. Ich hätte sonst damit versucht, ran zu zoomen, aber das geht anscheinend nicht. Ist das echt so normal? So ein Öffel, also dass du einfach so in die Ecke gehen kannst, also kannst dann so mitten im Ort hier so pinkeln, also ohne abgeschlossenen Raum. Ich finde das sehr interessant tatsächlich. Eins muss man den Franzosen ja wirklich lassen. Die wissen, wie man stilvoll pinkeln geht. Ich finde es echt interessant. So, da geht's zur Metrostation. Aber ich weiß nicht, kann ich so weit hier weggehen? Mal gucken. Einen Moment lang überlegte ich ernsthaft, mich in den nächsten Zug zu setzen und zu verschwinden. Aber ein Mann war tot und ich hatte eine Aufgabe zu erfüllen. Okay, dann also nicht. Dann, weiß ich nicht, also, Bürofenster. Ich könnte telefonieren, ja. Und wer ist Nico oder wer ist denn Rickenbacker? Ich rufe mal Nico an, die ist ja anscheinend dem Typen hinterhergelaufen. Es klingelt aus dem Controller raus. Geil. Das finde ich witzig. Nico ging nicht ans Telefon. Kein Wunder. Ja, vielleicht kommt dann der Anruf auch aus dem Controller, so wie bei The Last of Us, bei den Diktiergeräten. Dann rufe ich jetzt mal diesen Rickenbacker an. Ich weiß nicht, wer das ist. Wir versuchen es einfach mal. Vielleicht mein Chef? Unser Chef? Könnte sein. Hallo, Mr. Rickenbacker? Stoppard, was wollen Sie? Mr. Rickenbacker, es gibt da ein Problem. Kaum überraschend, wie? Hoffe, es hat nichts mit diesem Laserblöd zu tun. Ich fürchte doch, Sir. Es hat einen Raub gegeben. Oh, großartig. Fehlt aber nur ein Bild. Na, weshalb verschwenden Sie dann meine Zeit? Finden Sie das Bild. Oder finden Sie raus, wie wir um die Zahlung rumkommen. So behalten Sie Ihren Job, Stoppard. Verstehe. Vielen Dank, Sir. Oh, bitte. Sonst noch was, was Sie mir sagen wollen? Der Dieb hatte eine Waffe. Er hat den Galeristen erschossen. Ist er auch bei uns versichert? Nein, Sir. Na, das sind doch mal gute Nachrichten. Haben Sie denn wenigstens schon eine Spur? Das sieht nach Sabotage aus, würde ich schon sagen, ja. Die Alarmanlage ist sehr wahrscheinlich sabotiert worden. Der Alarm des gestohlenen Bildes war unterbrochen. Also war es ein Insider-Job. Wen gibt es sonst noch in der Galerie? Ja, ich würde jetzt erstmal lieber den Lane ansprechen. Da ist ein Typ namens Hector Lane. Lane? Warum kommt mir der Name bekannt vor? Er ist Kunstkritiker. Ich glaube, er steckt mit hinter der Ausstellung. Könnte er es gewesen sein? Ich denke eigentlich eher nein. Lane kann es auf keinen Fall sein. Trotzdem, ausquetschen, keine Zitrone. Ich will die Kerne sehen. Um Lane auszuquetschen, würde ich längere Arme brauchen. Kriegen Sie raus, wer den Alarm sabotiert hat, und finden Sie das Bild. Und rufen Sie erst dann wieder an. Gut, ich hätte den Pater noch ins Spiel bringen können. Aber ich glaube, das ist schon so ganz sinnvoll. Also ich kann hier am Fenster sonst nichts machen, ne? Betrachten, Inventar... Ja, Das sah aus wie das Büro der Galerie. Vielleicht kann ich mit dem Nagelknipser die Scheibe kaputt machen. Ich glaube ehrlich, oder? Das wäre völlig sinnlos. Ja, vor allem wäre das noch ein Bruch zusätzlich. Das Galeriefenster... Von hier draußen konnte man das gestohlene Gemälde nicht sehen. Dieser Raub war definitiv geplant gewesen. Okay. Ja, dann gehen wir wieder rein erstmal, glaube ich. Was können wir denn noch hier machen? Ich gehe mal hier lang. Können wir hier das Türschloss manipulieren? Wahrscheinlich eher weniger, ne? Können wir uns den Code nicht einfach mal angucken? Ich brauchte immer noch den Code für das Tastaturschloss.
Vielleicht die Kamera? Die, filmt die die Tür? Nee, ne? Das Kabel führte von der Kamera in den Raum mit dem Privatschild. Ja, okay, das hilft uns aber auch nicht. Gut, dieses Kabel hier können wir nicht anwählen. Also vorhin konnte man hier irgendwie was greifen, hatte ich gedacht. Aber gut, anscheinend geht das jetzt nicht mehr. Die Leiche, weiß nicht, ob wir die Leiche nochmal untersuchen sollten. Das hat eigentlich wenig Sinn, ne? Wir haben ja auch nur den Nagelknipser und das Rasierwasser. Können wir den Rasierknipser mit der Tür benutzen? Es gab keine losen Teile zum Abschneiden. Der Knipser würde da nicht viel ausrichten. Hm. Kann man hier was machen mit dem Nagelknipser? Vielleicht? Vielleicht noch ein bisschen mehr knipsen? Das war beinahe eine grandiose Idee. Beinahe. Aber nur beinahe. Kann ich hier noch irgendwas? Der Nagelknipser hatte die perfekte Größe, um das Kabel zu kappen. Okay. Konnte Lane der Saboteur sein? Ich musste das herausfinden. Nee, ich glaube nicht, weil, wie gesagt, er war ja nicht mal da und das glaube ich ihm eigentlich auch. Außerdem war seine Ohnmacht nicht vorgespielt. Was war das gerade? Achso, das ist so, achso, gestohlenes Gemälde, ja. Ja, gut. Wir können natürlich nochmal mit Lane quatschen, aber ich glaube, die Leiche haben wir uns genug angeguckt, meine ich. So. Der Pfarrer. Nee. Ich würde halt nochmal versuchen, mit Lane zu sprechen. Jetzt gerade wüsste ich sonst nicht, was er uns weiterhelfen könnte. Wie sieht es aus, Mr. Lane? Nee. Sind Sie jetzt bereit, mir den Türcode zu verraten? Ganz bestimmt nicht. Und Sie können mir auch weiterhin keinen guten Grund dafür nennen. Schuldig aufgrund eines beweiskräftigen Nagelknipsers. Ich war ein paar Tage nicht in Paris und bin erst heute Morgen zurückgekommen. Wie soll ich das Kabel durchgeschnitten haben? Okay. Das sind alles die gleichen Dinge. Schuldig aufgrund eines... Ja. Reine Hirn... Okay, das hat keinen Sinn. Da ist nichts Neues bei. Aber den vielleicht wieder haben will. Schuldig aufgrund... Ach, das hatten wir schon. Ja. Telefon brauchen wir ihm nicht geben. Und er hat ja auch nichts Neues hier. Der Pizzakarton. Dass ich den doch anwählen kann, das wundert mich so ein bisschen. Ich beschloss, sie in Ruhe zu lassen. Hier scheint aber auch sonst nichts weiter zu sein hier drin, ne? Das Plakat, wieso? Was kann ich da für Interaktion mitmachen? Das Plakat sah alt aus. Ich wollte es lieber nicht berühren. Aber es wird so merkwürdig angezeigt. Das Plakat sah alt aus. Ich wollte es lieber nicht berühren. Ich gehe nochmal raus. Kann ich denn hier irgendwas machen noch? Ob es hier draußen wohl irgendwas gab, womit ich Druck auf Lane ausüben konnte? Okay, das war vielleicht ein Hinweis. Können wir hier lang gehen? Ach so, tatsächlich. Ach, hi. Was haben wir denn hier alles? Ein Café. Okay. Der Kellner. Verzeihung. Monsieur? Es gab einen Diebstahl in der Galerie. Ach, wirklich? Sie klingen gar nicht überrascht. Jeder Besitz ist Diebstahl, Monsieur. Und jedes Kunstwerk ist Besitztum. Daher ist jedes Kunstwerk Diebstahl. Finden Sie nicht auch? Naja, so gesehen kann man wohl kaum widersprechen. Interessant. Ah ja, genau, vielleicht hat er den Dieb gesehen. Da steht sogar was drauf. Ich guck gerade. Irgendwas mit Waterloo Motors oder so? Ich kann es nicht ganz erkennen, aber ich glaube. Haben Sie jemanden aus der Galerie rauslaufen sehen? Da war diese gut aussehende Frau mit einer Kamera. Sie hat jemanden verfolgt. Das muss Nico gewesen sein. Sie kennen sie? Sie überraschen mich. Können Sie mir etwas über den Mann sagen, den sie verfolgt hat? Ich vermute, Monsieur, dass man ihn, wie jeden von uns, von Natur aus nicht wirklich kennen kann. Kein Wunder, dass das Café von dem Kerl so leer war. Okay. Henri kennt er wahrscheinlich als Nachbar. Henri, der Galeriebesitzer, wurde erschossen, als er versuchte, den Diebstahl zu verhindern.
Das Leben hat keinerlei Bedeutung, wenn man sich erst einmal von der Illusion der eigenen Unsterblichkeit verabschiedet hat. Sicher doch. Haben Sie ihn gut gekannt? Können wir einen Mitmenschen jemals wirklich kennen, Monsieur? Er verbrachte nur wenig Zeit im Café, im Gegensatz zu seinem Freund, Monsieur Lane. Aha, Lane war also oft im Café. Interessant. Was wissen Sie über Le Lézard Bleu? Ein bourgeoiser, geistloser und überteuerter Laden. Genau wie Lane, sein Kurator. Er sitzt immer hier rum, wissen Sie? Salbad hat seine neueste Flamme mit Kunstgeschwafel voll. Aha. Kennen Sie Hector Lane? Lane? Oh ja, er trinkt ihr gelegentlich etwas. Er ist gestern Abend abgehauen, ohne zu bezahlen. Gestern Abend? Wann ungefähr? Auf jeden Fall nach Mitternacht. Aha. Wenn Sie ihn sehen, geben Sie ihm diese Rechnung und sagen Sie ihm, er soll sie nächstes Mal bezahlen. Okay, dann wissen wir ja, dass er nicht früh ins Bett gegangen ist. Die Rechnung stammte vom vorigen Abend. Aber Lane hatte mir erzählt, er sei nicht mal in der Nähe der Galerie gewesen. Oh oh. Das könnte das Druckmittel sein, das ich brauchte, um Lane den Code für die Bürotür zu entlocken. Ah, oh, okay. Möchten Sie vielleicht ein Spritzerchen hiervon? Möchten Sie vielleicht andeuten, dass ich übel rieche, Monsieur? Nein, tut mir leid. Okay. Erkennen Sie das hier? Das ist ein Nagelknipser. Danke für Ihre gleichbleibende Gleichgültigkeit, Monsieur. Wenn Sie das nächste Mal kommen, werde ich Ihnen vielleicht einen Kaffee bringen. Vielleicht aber auch nicht. Oh, viele neue Erkenntnisse. Sacré-Cœur. Die Basilika Sacré-Cœur. Der höchste Punkt von Paris. Beeindruckend. Das hätte ich jetzt zum Beispiel nicht mehr gewusst. Okay, mehr ist hier aber anscheinend auch nicht. Aber jetzt haben wir zumindest ein Druckmittel. Das Fenster können wir uns angucken. Ich war schon immer fasziniert von den Buntglasfenstern in Paris. Die Buntglasfenster von Sintra ist ein Brettspiel. Das ist der zweite Teil der Azul-Reihe. So, jetzt gehen wir mal rein und dann halten wir jetzt mal Lane die Rechnung vor die Nase. Mal gucken, was er dazu zu sagen hat. Damit ist sein Alibi zunichte gemacht. Können wir uns die erstmal angucken? Lane hatte eine ziemliche Zeche gemacht im Café. Schade, ich dachte, ich könnte die genauer angucken. Na gut. Bitteschön. Schauen Sie sich das mal an. Was ist damit? Das ist Ihre Rechnung vom Café nebenan. Und? Das heutige Datum. Die Rechnung ist von gestern Nacht, genauer gesagt von heute Morgen 12:30. Sie sagten, Sie waren nicht in der Stadt. Sie haben gestern Abend aber eine Menge Champagner getrunken, ohne die Rechnung zu bezahlen. Aber Sie haben mir doch erzählt, Sie seien gestern Abend gar nicht in Paris gewesen. So ungern ich das sage, aber das klingt für mich wie eine Lüge. Ich sag Ihnen was, Sie geben mir den Code für diese Tür und die Polizei braucht von all dem nichts zu erfahren. Ein Motiv und Beweise für Ihre Verwicklung in das Verbrechen. Das sieht übel aus, Mr. Lane. Sie sind ein Erpresser, Stoward. Ich erledige nur meinen Job. In Ordnung, Sie haben gewonnen. Der Code lautet 6397. Aber ich leugne all Ihre lächerlichen Anschuldigungen. Ich hatte den Code. Die Polizei würde jeden Moment auftauchen, also musste ich mich beeilen. Yay! Aber zumindest kommen wir jetzt einen Schritt weiter. So, was ist da drin jetzt los? Wie lautete die Zahl doch gleich? 6, 4, 2, nein. Niemand rührt sich! Ende auch! Verflucht! 6397 war es. Ich bin Inspektor Navette vom Pariser Dezernat für Schwerverbrechen und ich erkläre ihr mit diesem Tatort für eröffnet. Für gesperrt, wollte ich sagen. Keine Bewegung. Das gilt besonders für Sie da auf dem Boden. Mue, ich will eine totale Abriegelung. Niemand kommt rein oder raus, außer mir, selbstverständlich. Mue kennen wir. Der ist bekannt. Wenige Minuten später, okay? Ich musste wieder in die Galerie hinein.
aber ein alter Bekannter bewachte die Tür. Es war Sergeant Mouet. Wir waren uns schon mal begegnet. Ja. Mouet. Okay. Dann, schnacken wir doch mal mit Mouet, ne? Sergeant Mouet, so sieht man sich wieder. Ah, Madame Collard, welch unerwartetes Vergnügen. Ich war in der Galerie zur Zeit des Diebstahls. Kann ich wieder rein? Tut mir leid, ich habe strikte Anweisungen von Inspektor Navette. Keiner kommt rein, keiner geht raus. Und ich muss Sie korrigieren, Madame. Es handelt sich nicht mehr um Diebstahl, sondern um Mord. Mon Dieu, der arme Mann. Okay. Ja, fangen wir von vorne an. Ich war Zeugin des Verbrechens. Ich muss wieder da rein. Sie können sicher Ihre Aussage machen. Alles zu seiner Zeit. Ich habe den Dieb gesehen. Das könnte bei den Ermittlungen helfen. Ich habe Nein gesagt, Madame Collard. Also ich hatte nicht Nein gesagt. Er hat nur gesagt, alles zu seiner Zeit. Gut, Navette. Wer ist Inspektor Navette? Ah, der vielversprechendste junge Ermittler, den wir haben. Ein Genie. Ein Mann von beinahe übermenschlichem Gespür. Aha. Hört sich an wie ein verschmitztes Kerlchen. Madame, Mutmaßungen über die Transpiration des Inspektors sind momentan fehl am Platze. Er löst gerade seinen dritten Fall in ebenso vielen Tagen. Und was hat er, was andere Ermittler nicht haben? Gespür für Blutspüren. Er ist Experte darin. Er liest in den Eingeweiden des Verbrechens wie in einem Buch. Aha. Ich muss dringend in die Galerie und mit Inspektor Navette sprechen. Er darf jetzt nicht gestört werden. Er wendet seine berühmten wissenschaftlichen Methoden an. Der Fall dürfte jeden Moment gelöst sein. Zumindest hoffe ich das. Ich bin unmüde und möchte nach Hause. Okay. Ja, wir haben den Dieb gesehen, wir können ja beschreiben. Ich bin dem Schützen hinterher und habe ein Foto gemacht. Inspektor Navette wird begeistert sein. Lassen Sie mich in die Galerie, ich muss es ihm zeigen. Auf gar keinen Fall. Also, ohne Inspektor Navettes Erlaubnis darf ich nicht da rein? Nein. Und Inspektor Navettes Erlaubnis bekomme ich nur da drin? Exactement. Sagt Ihnen der Name Kafka etwas, Sergeant Mouet? Madame Collard, ich weiß nicht, warum Sie mir jetzt mit Fußballspielern kommen. Nein, er ist... Ach, was soll's. Zum Verrücktwerden. Sergeant Mouet wollte mich nicht reinlassen. Ich glaube, er meinte Kaka. Ist auch egal. Müdigkeit. Oh, okay. Weshalb sind Sie so müde, Sergeant Mouet? Ich habe 3 Tage ohne Pause durchgearbeitet. Navette ist ein Genie auf seinem Gebiet. Und er denkt, wir alle hätten seine Kraft und Energie. Ach, Sie Ärmster. Wenn Sie sich etwas aufs Ohr hauen möchten, bewache ich die Tür für Sie. Sie sind sehr rücksichtsvoll. Schlauer Versuch, mich zum Desertieren zu bringen, Madame. Ein Gendarm verlässt seinen Posten nie. Vielleicht etwas Heißes zu trinken? Das wäre gewiss sehr schön. Aber leider darf ich nicht trinken im Dienst. Mein Arzt hat mir ausdrücklich davon abgeraten nach dem letzten Zwischenfall. Was für ein Zwischenfall? Sie sagten was von einem Zwischenfall. Was war denn da? Ich will nicht darüber reden. Ich kann nur sagen, es war sehr misslich. Ah. Ich bin im Dienst und muss mich konzentrieren. Ich glaube, ich weiß. Er hat eine schwache Blase. Wenn er was trinkt, muss er schnell zum Pissoir rennen. Und dann können wir wieder in die Galerie rein. Das wird wahrscheinlich der Trick sein. Hier, mein Presseausweis. Hätten Sie eine Erklärung für die Zeitung? Ja, Madame. Bleiben Sie vom Tatort weg und lassen Sie die Polizei Ihre Arbeit machen. Und lassen Sie immer Licht brennen, wenn Sie nachts ausgehen. Vielen Dank, Sergeant Mouet. Sie haben mir sehr geholfen. Tatsächlich? Wir holen ihm jetzt erstmal einen Kaffee und flirten ein bisschen mit dem Kellner, würde ich sagen.
Und dann holen wir jetzt einen schönen starken Kaffee für Mui. Madame? Bonjour, Monsieur. Was immer Sie wollen, wir haben geschlossen. Und warum stehen Sie dann hier? Das würden Sie nicht verstehen, Madame. Probieren Sie es aus. Ich brauche Sie nur anzusehen und weiß, Sie sind wie all die anderen. Die anderen? Die hübschen Frauen, die shoppen gehen, die tratschen, die sich Verwöhntage gönnen und Mandelcroissants. So schlimm, ja? Und die Männer mit ihren Pflegeprodukten und ihren gewinnerten Schuhen und ihren schmalen Anzügen. Sie kommen in mein Café und bestellen Lattes, Macchiatos, Frappés. Ich weiß, was Sie meinen. Sind wir dafür auf die Barrikaden gegangen, Madame? Haben wir dafür das Pflaster aufgerissen, unser Blut vergossen? Nicht? Nein, Madame, dafür nicht. Wir haben für Ideen gekämpft, für die Philosophie, Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit. Vive la Revolution! Und wissen Sie, was uns im Kampf beflügelt hat? Was uns antrieb in jenem glorreichen Pariser Frühling? Was unseren Herzen Flügel verlieh? Red Bull? Billiger Wein und freie Liebe? Nein, Madame, nein! Der französische Café Noir hat uns inspiriert. Die simple Demi-Tasse. Der schwarze, süße Geschmack der Freiheit. Und deswegen haben Sie geschlossen? Ja, Madame. Ich bediene nur Denker, Philosophen, Revolutionäre. Und Sie, Madame, mit Ihrem netten Top und Ihren spitzen Absätzen sind nichts dergleichen. Das ist doch ein Café. Ja, für die richtigen Leute. An jedem anderen Tag hätte ich diesen Typen sofort eine reingehauen. Aber er konnte mir vielleicht helfen, in die Galerie zu kommen. Ja, ist doch perfekt. Wir wollen doch so einen schwarzen Kaffee. Der ist stark und alles. Sagt sie auch was dazu? Paris sah wie immer wunderschön aus. Ja. Ich finde es übrigens sehr interessant, so Details, dass hier tatsächlich hier ein Europreis dran steht. Haben sie schon schön gemacht. Monsieur? Ja. Das Leben ist kurz, Madame. Der Sand der Zeit rinnt Ihnen durch die Finger. Ja, kann schon sein, aber... Wir wissen nicht, was wir wollen. Und doch sind wir verantwortlich für das, was wir sind. Ja. Es ist ein Verbrechen geschehen. Das ist schrecklich, Madame. Aber Sie wissen ja, was man sagt. Nein, aber Sie werden es mir sicher gleich erzählen. Das menschliche Leben beginnt jenseits der Verzweiflung. C'est vrai, no? Ja, schon klar. Er trieb mich an den Rand der Verzweiflung. Ich will doch nur einen Kaffee bestellen. Während der Unruhen kämpften wir gegen die Mächte der Unterdrückung. Oh, wirklich? Das war sicher ganz furchtbar. Oh ja! Nur musste ich leider mit den anderen Baristas hinter den Barrikaden bleiben. Wir kochten literweise Kaffee für den Widerstand. So viel Kaffee habe ich noch nie gekocht. Natürlich mussten unsere tapferen Helden dann ständig pinkeln. Aber dank unserem Kaffee haben sie die ganze Nacht gegen diese Speichellecker gekämpft. Nichts von all dem half mir, an Sergeant Mouy vorbeizukommen. Doch, er hat dir gerade die Lösung genannt, das ist Trisbischer. Zeig ihm mal deinen Presseausweis. Vielleicht können wir ja seine Meinung in der Zeitung vertreten oder so. Hier, mein Presseausweis. La Liberté! Madame, Sie sind nicht das, wofür ich Sie gehalten hatte. Bitte nehmen Sie meine herzliche, tief empfundene Entschuldigung an. Aber ja, ich nehme an. Weswegen? La Liberté, die große Zeitung der Freiheit. Im dichtesten Kampfgetümmel zwischen all dem Tränengas und dem Blut, da trug La Liberté die Stimme unserer Revolution hinaus in die Welt. Ich weiß jetzt, dass Sie nicht so eine sind. Sie bestellen bestimmt keine Mandelcroissant. Sie sind eine wahre Tochter Frankreichs.
Und ich bin Ihr ergebener Diener. Ja, kann ich jetzt trotzdem was bestellen? Monsieur? Der Weg zur Erleuchtung ist lang, Madame. Vielleicht werden Sie ihn mit mir gemeinsam gehen? Können wir mal kurz reden? Jederzeit, Madame. Ach, danke. Ich möchte Kaffee. Wie wär's mit einem Kaffee? Für Sie, Madame, natürlich. Ich kann Ihnen nur eine Art Kaffee servieren. Schwarz, stark, in einer winzigen Tasse. Einen Moment. Ja, immerhin. Zumindest kriegen wir jetzt unseren Kaffee. Den geben wir Mouet. Hier ist Ihr Kaffee, Madame. Wie schön. Vielen Dank, Monsieur. Nein, nicht trinken. Ach, Nico. Oh. Das war doof. Oh. Der Kaffee war heiß und stark. Ja. Kaffee zum Mitnehmen. Ja, dann machen wir das. Machen Sie mir einen Kaffee zum Mitnehmen? Für eine Revolutionsgenossin? Sehr gern, Madame. Einen Moment. Ja, immerhin. Dann ist der Becher wahrscheinlich auch ein bisschen größer, passt mehr rein. Muss ein bisschen schneller Hier pinkeln. Hier ist Ihr Kaffee zum Mitnehmen, Madame. Vielen Dank, Monsieur. Ja, dass sie das alles schön in ihre Manteltasche stecken, finde ich immer geil. Oder in ihre Jackentasche. So, dann geben wir jetzt den Kaffee Mouet und dann muss er pinkeln. So der Plan. Wir verstecken uns erstmal hinterm Baum.